Und damit herzlich willkommen zurück in Season 10 zum 10. Krieg. Hey, hey. Auf geht's. Finale, diesmal relativ spannungsfrei. Wir sind immer noch total entspannt mit uns selbst. Wobei in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen der Wurm drin zu sein scheint, zumindest bei mir. Wir sehen hier den ersten Kampf gegen eine Wasp. Ja, nicht erweckt. Also ist die Ausweichchance schon mal etwas kleiner. Wir gehen da ran mit Symbiote Supreme, wie ihr seht, und dann geht das hier munter fröhlich los. Einmal habe ich es mir jetzt schon eingefangen, das Ausweichen. Und jetzt ist es relativ leicht, das Ganze zu steuern. Zugegeben, ich hätte es auch anders ziehen können, aber hey, SK2 heilt ja. Also, warum muss ich mir da einen Kopf drum machen? Die Superkräfte des Gegners zu locken, klappt auch nur mäßig, aber glücklicherweise auch dann, wenn es drauf ankommt. Da ist die Regeneration. Holen uns hier nochmal eine erste Superkraft und beenden den ersten Kampf. Total langweilig eigentlich. Der zweite Kampf, ja, Schande über mich, ne? Ein nicht erweckter Killmonger, auch nur auf Rang 3. Und was der gleich mit mir anstellt, das ist der reinste Albtraum. Ich wollte es nicht glauben, ne? Also, der Kampf geht los. Relativ, ja, Standard, normal, ne? Immer munter, fröhlich drauf rumprügeln. Schadensreflekt ist hier nicht, weil Killmonger nicht erweckt ist. Also, was soll der Scheiß? Falsch zurückgewichen, eine SK2 gefressen. Ach, verdammter Hacke. Blutungsschaden tickt. Adrenalin hat uns hier so ein bisschen vor dem Gröbsten bewahrt. Und holen uns jetzt noch ein bisschen mehr von Adrenalin wieder. Gleich ist die zweite Superkraft auch voll. Diesmal hat das mit der zweiten Superkraft und dem Ausweichen funktioniert. Da ist die zweite Superkraft regeneriert. Da dachte ich, okay, jetzt bist du wieder im Flow. Jetzt kann es weitergehen. Gucken, dass du ihn jetzt nochmal geknackt kriegst. Und nochmal eine zweite Superkraft holen kannst. Ne? Das gleiche Spielchen wie zu Beginn des Kampfes schon wieder. Wie gesagt, ich wollte es nicht glauben. Ne? Es war so ein bisschen hässlich. Er ist dann umgefallen, bevor ich meine nächste zweite Superkraft zünden konnte. Damit keine Regeneration mehr. Ja, toll. Kork noch verknotet. Ich war müde, habe mich in die Koje gelegt und am nächsten Morgen stellte sich mir dann dieses Bild, alles schon erledigt. Auch die Bosse hier im Abschnitt vorm zweiten Abschnitt und in Attacke auf Weg 3 weiter, auf dem Ausweichdingens mit einer Spider-Gwen, die ja auch mit Volltreffern ausweichen kann. Ne? Das ist der egal. Nur Venom verhindert das Ausweichen bei ihr und Icemans Debuff. Ich hatte so ein bisschen Flattern wegen des Ausweichens, aber hab's relativ gut unter Kontrolle gehabt. Hab mir gleich die erste Ladung hier abgeholt und dann geht das munterfröhlich los. Ist durchaus lustig anzusehen, wie dieses kleine Dreckstück doch immer wieder ausweichen kann. Das ist ein bisschen sehr nervig. Zeit ist genug, also stresst mich hier nicht. Muss halt nur zusehen, dass ich relativ fehlerfrei spiele. Zweite Superkraft hat es dann beendet, glücklicherweise. Das Drama hatte dann also an der Stelle ein Ende. Na puh. Und wenn das so gut gelaufen ist, dachte ich mir, okay, kann ja jetzt nicht weiter wild sein. Hast jetzt zwar eine 6-Sterne-Wasp, ebenfalls nicht erweckt, aber wenn Glevenladungen aktiv sind, nimmt Corvus ja keinen Schockschaden. Also kriegst du vielleicht eine auf den Rüssel, weil du einen Konter gefressen hast. Aber so schlimm wird es schon nicht werden. Also, ne, munter fröhlich drauf. Fast die Hälfte ist weg. Die alte ist noch nicht einmal ausgewichen. Jetzt holen wir eine erste Superkraft. Und jetzt ist das Ausweichen auch prinzipiell überhaupt gar kein Thema mehr. Versuchen hier wieder eine erste Superkraft zu holen. Es gelingt. Nochmal ein bisschen drauf rumschlagen. Und das war's dann auch. Ne? Also auch total easy. Das war entgegen meiner Vermutung auch überhaupt nicht anstrengend. Und dann der Iceman. Den
mache ich, sobald Knoten weg sind. Ich hatte die Wahl. Fresse ich jetzt den Schaden vom Debuff und gucke, dass ich es halbwegs über die Runden kriege. Das ist ein Rang 5 Iceman übrigens. Oder gehst du mit Immunität rein und versuchst, die Regeneration zu umspielen. Ich habe mich dann für das Umspielen der Regeneration entschieden. Der Schaden, weil man mir hier zu Beginn des Kampfes die Debuffs gesäubert, oder die Buffs besser gesagt, gesäubert hat, ist natürlich ganz schön lachhaft. Und ja, so versuche ich mich dann jetzt hier lang hin zu wursteln. Einmal SK2, hat gut was weggehauen. Superkräfte, wenn es geht, auf den Block nehmen, ohne dass es mich gleich aus den Latschen haut. Schön ist es insgesamt natürlich nicht. Hier versuche ich jetzt irgendwie die zweite Superkraft zu holen, ohne dabei das Ausweichen zu benutzen. Hat nicht geklappt. Warum auch? Und solange wie ich keine Gleben habe, versuche ich das jetzt natürlich zu umspielen. Und es gelingt so mehr schlecht als recht. Und das war so die Phase jetzt des Kämpfens, wo ich dann auch dachte, oh mein Gott. War das jetzt wirklich so eine gute Entscheidung? Im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Hier habe ich meine zweite Superkraft zu früh gesetzt. Und habe den Eispanzer mit dem letzten Schlag weggehauen. Also ein bisschen Schaden mir selbst genommen. Und vor lauter Frust versuche ich dann hier schon, das Regen jetzt in Kauf zu nehmen. Bin jetzt in Assassin's Range und ist eigentlich relativ erbärmlich, wie ich jetzt mit Bumm, 12% TP den Kampf nicht beendet habe. Oh Mann ey, alter Schwede, es gibt's doch gar nicht. So, hab dann hier das Intercept bzw. das Parry versaut. Noch meine Regeneration mitgenommen. Warum auch nicht? Sind jetzt wieder bei 10%. 1%. Gucken. Das war's. 43 Sekunden vor Schluss. War nicht so besonders schön, der Kampf, aber er lief One-Shot und das ist letzten Endes auch das, worauf es ankommt natürlich. Und hier der Heimdall. 6 Sterne erweckt. Puh. Ist natürlich ganz schön bitter mit der Chance auf Autoabwehr, nachdem man eine Superkraft gezündet hat, ist natürlich ganz schön belastend, dass er Debuff immun ist. Einerseits, andererseits, dass mir die Kraft beim ersten Balken geblockt ist. Na gut, muss man nehmen, wie es kommt. Doppelkante, oh interessant. Der Kollege ist also ein Spieler unter Suicide, das heißt, mit jeder Superkraftzündung habe ich einen Bonus von 5% und versuche es natürlich hier gleich auch auszuspielen. Die zweite Superkraft von Heimdall, wir werden das wissen, ist weder ausweichbar und selten blockbar, also insofern blöd. Müssen wir die erste nehmen und sind hier auch gleich schon in die Autoabwehr gelaufen. Ihr seht, ich versuche mich jetzt mit der ersten Superkraft zu behelfen. Ich versuche mir mit der ersten Superkraft zu behelfen, richtigerweise. Den Fehler habe ich versucht auch nur einmal mitzumachen. Und glücklicherweise ist es bei diesem einen Parry dann in der Tat auch geblieben. Auch wenn der Kampf als solches, ja, nicht so toll ist. Also es hat mir weder Spaß gemacht, noch war es irgendwie sinnig. Hier hatte ich das Torkeln nicht im Kopf, dass das den Totalschaden-Buff gesäubert hat. Also ich hätte normal ohne die erste Superkraft gleich reingehen können. Nichtsdestotrotz, so oder so, Kampf beendet, Thema ist durch. Mehr Schaden mitgenommen als eigentlich vorgesehen, aber ist gut, erledigt. War nicht so mein Tag. Hab hier am Sabertooth dann gewartet. Zum einen, weil ich nicht die richtigen Champs hatte. Zum anderen, weil der halbschräge Tom gerade dabei war. Bei der Medusa habe ich dann einige Zeit später gesagt, okay,
Keule, du hast einen Boost im Auslauf, den machst du jetzt an und dann ziehst dein Ding hier mal durch. Den Symbiot wollte ich für den Bosskampf ein wenig schonen, einerseits. Andererseits ist der Knoten hier mit einer gewissen Energieresistenz gesegnet, zum einen, zum anderen mit einer Debuff-Immunität, was das Kämpfen mit Symbiot doch sehr, sehr, sehr erschwert hätte. Aus dem Grund fand ich jetzt Korpus einfach sinnvoller. Ne? Gut, sind zwei Ladungen mit Boost, das dürfte eigentlich nicht das Problem sein, aber eine Sache fange ich mir hier tatsächlich irgendwann noch. Hier hole ich erstmal die erste Superkraft. Gehe über einen Block, um die ersten Strähnen zu umspielen. Einmal eine erste Superkraft holen, ganz normalartig reinprügeln. Ja, hier war der Fehler. Statt den letzten Schlag auszuführen und dann die zweite Superkraft zu setzen, habe ich die erste Superkraft gezündet, viel zu früh. Bin kurz danach, ihr habt es gesehen, in die Strähnen gerannt. Ah, zu blöd, aber jetzt klappt's. Ein paar Schläge im Block, zweite Superkraft drauf und dann war es erledigt. Okay, gut. Auch nicht ganz perfekt, aber Mission erfüllt und das ist, wie gesagt, das, worauf es ankommt und das, was wichtig ist. So, Medusa auf dem Boss. 313.000 TP sind's. Wir nutzen auch hier wieder Items. Seren, das ist im Übrigen die Season, in der ich die meisten fucking Seren gebraucht habe. Zugegeben, ich habe sehr wenig Boosts benutzt. Weniger als sonst, deutlich weniger als sonst. Dafür halt viel mehr Seren. Kostenmäßig ist es, kommt es natürlich irgendwo schon ein bisschen aufs Gleiche hinaus, aber naja, was soll's. Eine ist halt nun mal im Gleichgewicht mit dem anderen. Muss halt sein. So, der Bosskampf. Mit Auslöschen habe ich hier nicht so viel Glück. Torkeln habe ich zwar gesetzt. Hier hatte ich Glück, dass ich die erste Superkraft nicht gefressen habe. Aber naja, Strähnen sind halt relativ zeitig aktiv. Und habe dann, ihr habt es gesehen, vor lauter Schreck, solange die drei Wut noch aktiv sind, die dritte Superkraft gesetzt. Die waren nicht mehr lange aktiv, die drei Wut. Ne? Also es wäre jetzt hier nicht so essentiell wichtig, aber es löscht halt aus, macht einen extra Schaden. Ich kriege dank mystischer Streuung einen guten Kraftboost und kann dann jetzt auch direkt wieder mit der zweiten Superkraft arbeiten, die vollumfänglich jetzt wirkt. Fenster hier gleich noch eine zweite Superkraft rein und der Blutrauschschaden, der ist hier exorbitant hoch. Wir gucken, dass wir noch ein bisschen was von ihr runtergehauen kriegen, ein bisschen Blutrausch setzen. Drei Wut sind gerade aktiv. Und zwar ein bisschen früh mit der dritten Superkraft, mit dem Schadensboost hier in der Maske, aber was soll's. Sie fällt jetzt trotzdem um. Hey, hey, immerhin. Boss One-Shot, ja, zugegeben auch jetzt hier nicht so das besonders Tollste, aber ist halt passiert. Mensch, meine Güte, was soll's, Krieg ist gelaufen. Den Krieg haben wir leider verloren. Also rund 600 Punkte Unterschied. Ist im Prinzip auch nicht wichtig. Angriffsbonus hängen wir hinterher. Die VIP-Liste sind gefühlt auch immer die gleichen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich da immer zu suchen habe. Inzwischen fängt es an zu nerven. Ja, das ist halt der Krieg. Jetzt kein Highlight, wie ich finde, an und für sich jetzt auch nicht besonders toll anzuschauen. Relativ viele Fehler gemacht, aber Ding erledigt. Gut, wir haben noch eine Niederlage mitgenommen, aber das macht jetzt hier an Gold 1 auch keinen Unterschied mehr. Gut, Freunde, danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns gleich im nächsten Krieg wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde.